Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarm.com. Ja, wir sind bei den Küken und ja, ich nehme euch heute mal wieder ein kleines Stück mit. Da hinten habe ich schon was hingestellt. Ich will mal sehen, dass ich die Kamera da drauf drapiert kriege. Und ja, ihr dann einfach mal so ein bisschen mitbekommt, was hier notwendig ist, was ich jeden Tag ein- bis zweimal mache bei den Küken. Und im Nachgang werden wir uns dann mal ein paar Kükenfarben anschauen. Ach ja, und es gibt heute ein schönes, selbstgemachtes Kükenfutter. Auch dazu sage ich gleich was. Ich zeige euch das gleich. Schaut mal hier. Das sieht mega lecker aus. Und zwar handelt es sich hierbei um gekochtes und zerkleinertes Wachtelei. Versetzt mit, man sieht so ein bisschen, mit Mohn und klein gehäckselter Brennnessel. So ein Starterfutter, das ich den Küken gegeben habe. Ja, so einen Tag nach dem Schlupf, also faktisch die erste volle Mahlzeit. Hat übrigens dazu geführt, dass die sich gar nicht mehr so vorrangig auf den Mohn gestürzt haben, sondern dann auf richtiges Futter. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, die haben natürlich wieder eine Bombenentwicklung hingelegt. Wir machen nachher mal einen großen Vergleich. Also, dass er dann mal meine Hand dazu sieht. Und ja, die sind jetzt 12 beziehungsweise 13 Tage alt. Ganz so klar kann ich es nicht trennen, weil es sind welche an einem Montag geschlüpft und welche an einem Dienstag geschlüpft. Und von daher sind wir halt bei 12 bis 13 Tagen. Zusätzlich zu diesem Spezialfutter, was die hin und wieder von mir bekommen, ist es auch so, dass ich in das Wasser einen Vitamin ADEC-Komplex gebe, nach Empfehlung, wie es ja von dem Hersteller empfohlen wird bei Küken, mit 2 Milliliter auf 1 Liter Trinkwasser. Und ich habe das Gefühl, das Problem ist jetzt halt, ich kann es nicht auseinanderhalten, kommt die gute Entwicklung durch dieses hin und wieder richtig gute Eifutter. Oder ja, welchen Anteil hat dieser Vitaminkomplex daran? Aber gut, wenn es den Küken gut geht, ist es egal, wovon es kommt. Auf alle Fälle, die Entwicklung ist echt spitze. Und ja, ich drapiere jetzt mal die Kamera und ihr könnt das Ganze ein bisschen beobachten. Thank you.
Schade, da hätte es eben eine Zweitkamera gebraucht. Ich hätte euch mal gern gezeigt, wie die Küken hier gerade Wachtelfernsehen geschaut haben. Die haben sich natürlich im Display vom Handy selber gesehen. Ich habe die Kamera gedreht, sodass ich selber auch sehen konnte, was man sieht. Und ja, das war schon ganz interessant, wie die gerade davor standen. Und ich glaube, in dem Video hört man auch, wie ein paar von denen gegen das Display picken. Ja. Das Thema Farbe, ihr Lieben. Jetzt wird es natürlich immer deutlicher, was hier farbtechnisch bei rumkommt. Sind die hier natürlich mächtig aufgeregt. Ja, Mäuschen. So, schaut mal hier. Wunderschön rot-orange dabei. Da sieht man bei den Küken noch die kahlen Stellen. Wir lassen es mal. Dann schauen wir mal hier. Das sieht fast aus, als wenn es weiß wird oder Silber. Also für weiß ist es mir ein bisschen zu grau. Aber das werden wir dann in ja, 1 bis 2 Wochen genauer wissen. Da drüben, dieser sieht ja ziemlich silber oder blau aus. Und dann haben wir natürlich auch noch die wildfarbenen. Und wir schauen gleich noch mal kurz nach unten. Also, hier sind wir soweit fertig. Das Eifutter habe ich dort drauf gepackt. Nicht, dass er denkt, dass die Küken jetzt hier das gesamte Eifutter kriegen, wobei denen das gar nicht so schlecht bekommen würde. Aber ein Großteil von dem, was übrig bleibt, bekommen die Hennen, meine Legehennen. Und ja, die stürzen sich regelrecht darauf und das ersetzt dann auch die Gabe von Mehlwürmern. Okay, jetzt zeige ich euch gleich noch unten ein paar schicke Küken. Hier sind natürlich einige mit einer ganz mächtigen Zeichnung dabei. Das gefällt mir richtig gut. Geht fast so in die Richtung Sparkly. Hier haben wir eine schöne Tenebrosus-Schecke, die leider nicht in die Zucht gehen wird, zu erkennen an dem Punkt auf dem Kopf. Das ist eine, die wirklich Schwierigkeiten hatte. Jetzt wollte ich euch das Küken mal noch zeigen, aber keine Chance, da wird weggehüpft. Das sieht so ein bisschen gelb aus. Ja, ich schaue mal, ob ich noch... Die haben sich jetzt alle in die andere Richtung verdrückt. Wir schauen mal, dass wir da hinkommen und noch das eine oder andere schöne Tier vor die Linse kriegen. Also richtig schick finde ich hier dieses dort. Mehrfarbig, wie es aussieht, da ist Blau mit drin. Hier haben sich jetzt gerade 3 Blaugraue in die Ecke gemacht. Aber sieht natürlich toll aus. Ich bin wirklich gespannt, was hier insgesamt bei rauskommt. Noch eine Tenenschecke ohne Punkt auf dem Kopf. Ja, da, dieses dort. Das ist wunderschön. Ja, also, alle Küken sind versorgt. Das geht fast so in den Gelb rein, also da, wobei ich denke, das wird ein weißes und das sieht ganz gut aus, dass es wirklich ein schneeweißes werden könnte. Ich sehe zumindest nichts auf dem Rücken, was jetzt darauf hindeutet, dass da ein Fleck entsteht, wie bei den anderen, die ich habe. Ich hoffe natürlich inständig, dass dieses kleine ein Hahn wird, weil ich habe ja noch 3 weiße Hennen aus der Brut davor. Und da würde sich natürlich ein weißer Hahn richtig gut machen dazu.
Okay, liebe Leute, hier werde ich gleich noch das Futter nachfüllen. Wasser ist hier schon nachgefüllt. Hier haben wir ein paar chaotische Flieger bei, deswegen ist das da vorne ein bisschen gesichert, dass die Tränken nicht umschubsen. Ich werde jetzt hier gleich das Futter noch nachfüllen und das Eifutter dazugeben. Und dann war es das auch hier heute mit diesem Video. Ein kleines Küken-Update, was die Farben betrifft. Noch sind übrigens als Info, noch sind die Wärmelampen hier drin an. Die werde ich in den nächsten 2 Tagen ausschalten. Dann bleibt nur noch die Wärmeplatte. Und in, ich denke, ungefähr einer Woche können die Küken dann umziehen. Nee, noch nicht ganz eine Woche, anderthalb Wochen etwa. In anderthalb Wochen können die Küken dann in ihr größeres Gehege umziehen. Und ich werde dann Hahn, Hähne und Hennen erstmal noch beisammen lassen. Bis zur 5. Woche bekommen sie ja noch dasselbe Futter. Da ich dann aber nach der 5. Woche das Futter für die Hennen umstelle, muss ich natürlich die Hähne dann trennen, weil die möchte ich mit dem Kükenfutter weiterhin so ein bisschen auf Mast halten. Gut, ihr Lieben, jetzt im Anschluss die Grüße an die Unterstützer via Steady HQ. Auch die Grüße an die Kommentatoren der letzten Tage. Jetzt wollte ich euch mal noch eins zeigen. Richtig schick. Sah aus wie grau, aber so ein bisschen wildfarben. Aber gut, wie gesagt, es wird kommen, die Zeit wird kommen. Also gleich im Anschluss auch die Grüße an die Kommentatoren der letzten Tage. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise bitte gern unter das Video. Und falls noch nicht geschehen, ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und verpasst kein Video. Und ich sag jetzt schon mal, wir sehen uns hoffentlich beim Livestream am kommenden Mittwoch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.